Queer wird oft als Partymotto verstanden und queer ist kein Partymotto. Queer ist hochpolitisch, queer ist ziemlich jung und queer ist halt nicht nur Glitzer. Ich liebe Glitzer, aber es ist halt nicht nur Party, es ist nicht nur Glitzer, es ist nicht nur, wir machen, was wir wollen, wir vögeln herum, wir sind gut drauf und feiern. Nein, queer ist hochpolitisch, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das halt Sexismen, Rassismen, alle diese ganzen Ismen und alle diese starren Formen aufgebrochen werden und wir einfach zu einer Gesellschaft kommen, früher oder später, die nicht mehr auf Geschlecht, nicht mehr auf Konstellation, nicht mehr auf alle diese ganzen Konstrukte irgendwie basiert, sondern einfach wirklich Menschen so frei leben können und beweglich und flexibel, wie ich mir das wünsche. Das Neue und Kreative in meinem Leben ist ganz wichtig für mich. Ich denke, das ist die treibende Kraft, die mich jeden Tag weitermachen lässt. Es ist ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Manchmal komme ich mit meinen eigenen Bedürfnissen und mit meinen eigenen Ansprüchen, denen werde ich nicht gerecht. Ich wünsche mir, irgendwo hinzugelangen, was ich noch nicht so genau weiß, was es ist. Aber es ist groß und es ist schillernd und es ist auf großen Bühnen und so. Es kann aber auch ganz klein sein. Also Kreativität ist für mich so Sachen wie dieses Armband, was ich von einer Freundin habe, was mir total viel wert ist. Das ist gemacht aus Wäscheklammern. Das ist Kreativität per excellence, finde ich. Kreativität, ich lebe gerade meine Kreativität ganz stark aus in meinen Kleidungen. Ich pimpe gerade meine Sachen auf. Ich nähe Pailletten an Kleidungsstücke. Ich klebe Strasssteine auf Kleidungsstücke. Ich mache Nieten. Und das ist eine Form von Ausdruck, die mir wichtig ist. Andererseits, was gerade sehr Raum einnimmt, sehr zeitintensiv, aber unheimlich stark glückbringend für mich ist, ist eine Show, die ich jetzt organisiere mit einer ganz tollen Freundin von mir. Sie heißt Zuki, die eine oder andere Person kennt sie. Sie macht queer-feministischen Hip-Hop und wir organisieren gerade eben eine Show. Wir haben jetzt schon das Konzept ungefähr stehen und was wir so machen möchten und wir werden performen, wir werden tanzen, es wird Voguing geben, Burlesque und sowas und das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Das ist so der Weg, den ich einschlagen möchte. Meine Eltern haben schon immer gesagt, so, ey, du gehörst auf die Bühne. Also, als ich mein Studium abgebrochen habe, waren meine Eltern zwar traurig, aber die meinten, es war uns klar. Wir wussten es. Also, du hattest von uns schon früher alle Unterstützung der Welt. Du hast sie nicht genutzt. Ich hatte zwar Schauspielunterricht schon als kleines Kind und Tanzunterricht und alles sowas so. Aber vielleicht stand ich mir einfach selbst im Weg und habe mich nicht getraut. Aber jetzt habe ich mir gesagt, so, ich will so leben, wie ich leben will, und es ist mir wichtig, dass ich glücklich und zufrieden bin. Ich habe schon alles andere versucht. Bin die klassischen Wege gegangen, die andere gehen. Ich habe versucht, ein Studium zu machen. Ich habe Ausbildung ausprobiert, und das ist es nicht. Und ich muss einfach so leben, wie ich mir das vorstelle. Und das bedeutet halt einfach kreativ sein. Performance mir ausdenken und Shows inszenieren und mich auch mit Menschen treffen. Meine Kreativität wird auch ganz viel im politischen Engagement ausgedrückt. So. Also, die sind auch ganz wichtig. Ich engagiere mich ganz stark auch politisch. Also, mir sind Begriffe wie Homophobie, Transphobie, ne, Sexismus, Rassismus und viele andere Ismen einfach ganz wichtig zu bearbeiten. Ne? Also, durch Soli-Partys, durch Auseinandersetzungen in Arbeitsgruppen, durch Organisationen von Demonstrationen, glaube ich, dass auch einfach ganz viel entsteht und verändert wird. So, ich habe jetzt vor kurzem ein Projekt hinter mir. Es war das Slutwalk und das Slutwalk ist ein Projekt, das vor kurzer Zeit seinen Anlauf in den Staaten hatte. Es ging darum, dass ein Polizist einer Frau vorgeworfen habe, sie sei selber schuld, dass sie vergewaltigt worden ist aufgrund ihrer Kleidung. Und
Es ist halt immer, ne, wir bewegen uns immer noch in den gleichen, also diese Person bewegt sich scheinbar noch immer im gleichen Muster wie Menschen schon irgendwie. Also nicht, ich dachte, dass wir wären schon weiter, aber nein, wir sind es nicht. Und dann müssen wir aktiv werden. Und da entstand dann in Amerika eine ganze Reihe von Slutwalks. Und zwar gehen Menschen, überwiegend Frauen, auf die Straße und kämpfen für ihr Recht, sich kleiden zu können, wie sie wollen, gegen Vergewaltigungsmythen, gegen den alltäglichen Sexismus und so weiter und so fort. Und den habe ich halt auch mit hier in Berlin organisiert. Also ich habe nicht so viel getan wie viele andere. Da waren andere ganz viel stärker als ich. Aber ich bin Teil dieses Projektes gewesen und auch ganz stolz drauf. Und wir haben unheimlich Tolles auf die Beine gestellt. So. Was ist mir wichtig im Leben? Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial zu faseln in dieser Frage. Wichtig ist in meinem Leben, dass ich mir treu bin, mir treu bleibe, dass ich die Balance finde zwischen meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen und wie es dann im Endeffekt die Realität aussieht. Mir ist wichtig, dass ich glücklich und zufrieden bin, wie auch immer. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, unser Leben so zu gestalten, dass wir irgendwie hauptsächlich glücklich und zufrieden sind. Und das bedarf auch schon ein ganzes Leben, das zu bewältigen. Aber ich gebe mein Bestes und ich wünsche mir, dass ich irgendwann von dem leben kann, was ich möchte, was ich tun möchte. Sei es performen, sei es auf der Bühne stehen, sei es allem, was in mir ist, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ich wünsche mir, dass ich meine Freunde lange Zeit noch Teil meines Lebens sind, dass ich sie in meinem Leben habe. Ich wünsche mir weiterhin tolle Menschen kennenzulernen, viele Liebschaften, viele tolle Erfahrungen. Die Welt möchte ich sehen. Ich möchte Bücher schreiben. Mal schauen, was aussieht.